Hallo, der Blind Spectator, vor euch am Mikrofon. Nehmen wir noch ein bisschen weiter auf. Ein wenig Zeit habe ich noch, bis ich dann los muss. Herbst. Erste Mission ist Speichel. Wieder da? Willkommen. Zacken. Oh Gott, nein. Keine Zacken. Ich bin wieder da und gerade rechtzeitig. An dieser Klippe hängt ein Wassertropfen und ich glaube, er lebt. Geht so etwas, rühre ich nicht an. Der lange verschwundene Schildermacher. Jo. Wir können mit diesen Wassertropfen praktisch eine Verbindung nach oben bauen. Die Wassertropfen lassen sich nicht wieder trennen und sind natürlich gut. Kleine süße Gus. Kleine süße wässrige Gus. So. Wir sind ganz unten. Jetzt können wir die grünen Gus benutzen, um hier alle Gus aufzuwecken. Da ich die ja sowieso wieder trennen kann. So. Sehr schön. Die Gus kommen hoch. Und jetzt müssen wir natürlich die grünen Gus benutzen, um hier weiterzukommen. Die weißen Gus können wir mitnehmen. Daher werde ich keine mehr verbauen. Abgesehen davon hätte es eh keinen Sinn, weil die nur nach unten hängen. So, jetzt müssen wir hier nur möglichst sanft rein. Ganz sanft und vorsichtig. In die Öffnung. Nein, ich habe einen Gus verloren. Naja, einen Gus kann ich, glaube ich, verschmerzen. Nur zwei zusätzliche. Ihr seht schon, das Spiel zieht etwas am Schwierigkeitsgrad an. Ah, drei zusätzliche. Jetzt sind es fünf. Kriege ich noch mehr? Oh. 17 von 10. Die anderen Gus hätte ich vielleicht nicht umbringen müssen, aber mehr Gus sind mehr Gus. Zeit 1:25. Machen wir weiter. Ja, ihr seht schon, die Missionen gehen recht schnell. Fliegt, meine Kleinen. Ich glaube übrigens nicht, dass ich die drei Zusatzmissionen machen werde, weil die sind zu hart. Die habe ich noch nie geschafft. Ich weiß nicht, wie die gehen. Ich weiß es einfach nicht. Wieder zwei Schilder. Meilenweit hört man Geschichten über ein riesiges Rad, das sich im Himmel dreht. Alle spinnen, nur ich nicht. Der Schildermaler. Irgendwo auf dieser Insel gibt es eine Energiequelle und sie erzeugt Strom für die ganze Welt. In letzter Zeit produziert sie weniger. Sieht aus, als ob es regnen würde. Der Schildermaler. Jo. Das riesige Rad am Himmel ist dieses Rad. Und wie bringen wir es zum Drehen? So. Und damit kommen wir dann nach rechts im besten Falle. Wenn es denn will. Oder wir kommen auch nach links. What the fuck? Muss ich in die andere Richtung drehen? Jo. So geht's. Los, go, go, go. Ja, je schneller ich das mache, desto größer ist der Dreheffekt praktisch. Noch ein bisschen müssen wir. Oh Gott, nein, nicht zwei an einer Stelle. Das ist kacke. Ich dachte eigentlich, wir müssen in eine andere Richtung drehen, aber nein, so muss man drehen. So, jetzt noch etwas. Und ab hier kann ich die Luft verlängert weglassen. So, und wir landen. Jo, und nun, wo müssen wir hin? Wir müssen auf jeden Fall die Gus retten. Und da reinbringen. Um Gottes Willen! Wir können Speichel benutzen. Was nützt mir das? Wir haben auf jeden Fall einen zusätzlichen Luftballon bekommen, den ich wahrscheinlich nicht einsetzen werde. Weiter hoch. So, drehen, 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 drehen. Los, weiter drehen. Das reicht noch nicht. Weiter drehen. Wir sind ungefähr darüber. Unterlassen. Vorsicht, Vorsicht. Ach, das ist egal. Das war ja eher etwas, was wir nicht retten konnten, was wir nicht mitnehmen können. Von daher ist es wurscht. Kommt ihr zwei? Ihr seid doch zwei, oder? Na also. OCD, warum stand es dran? Ganz einfach, ich habe keine Ahnung. Vielleicht dafür, dass man es besonders gut gemacht hat. Oder alle gerettet hat, die man retten konnte. Ich weiß es nicht. So, windiger Tag. Um Gottes Willen, ich glaube, das war eine Kackmission. Hier kommen die Windmühlen. Hübsch gemacht wieder mal, oder?
Aber was sagt ihr dazu? Die Windmühlen sollten billigere, saubere Energie liefern. Strom für die ganze Welt, aber sie reicht nicht aus. Und man muss da eine andere Energiequelle finden. Der Schildermaler. Da wollen wir hin. Okay. Okay. Und wie machen wir das? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall brauchen wir Luftballons. Brauchen wir noch den Speichel? Gottes Willen, wie viele Ballons brauchen wir? Ich bin immer noch nicht ab. Ach nee, man muss was anderes machen. Genau. So in etwa funktioniert das. Blöd, dass ich fast alle Ballons benutzt habe. Da. Ich kann sie ja wieder wegmachen, aber es sieht dann komplizierter aus, als es ist. Ja, und was passiert, wenn wir die Windmühlen berühren? Das tut ganz arg weh. Wollen wir also nicht. Wollen wir nicht. Gehen weiter. Je mehr Stütze wir oben haben, desto weniger brauchen wir natürlich hinten. Vor allem, da es sich um Luftballons handelt. Und dementsprechend... Habe ich hier gerade einen Gru verschwendet? Ja, habe ich. Verdammte Scheiße. Ja, wir müssen ja eh nur 9 retten, aber es tut mir jedes Mal leid. Okay. Ab hier brauchen wir dann Abstützung, weil dieses Windrad... Wollen wir nicht berühren. Glaub mir, wir wollen es nicht berühren. So. Im Grunde schon fast wieder hinten runter. Ich muss noch ein bisschen weiter. Habe ich hier gerade einen Gru weggeschmissen? Verdammte Kacke. Ah, das kann ich rückgehen. So. Okay. Jetzt weniger Abstützung. Eigentlich gar keine mehr, oder? Doch, wir brauchen hier oben noch mehr Abstützung. Und konstant runtergehen. Konstant runtergehen. Leider ist der eine Gu hier von Arsch. Ja, da ist er draufgegangen. Sogar noch ein zusätzliches mit draufgegangen. Okay. Weniger Abstützung. Oh, mehr Abstützung, mehr Abstützung. Hier weniger. Und wir sind perfekt. Jo, jetzt gilt's wieder warten, bis die ganzen Gus zusammen sind. Das könnte von mir aus ruhig eine Ecke schneller gehen. Es geht so langsam, um zu testen, ob die Konstruktion noch weiterhält, glaube ich. Ah, dagegen können wir jetzt nichts machen. Hey! Die fließen wieder weg, oder was? Nein, ihr kommt mit. Meine Konstruktion hält schließlich einer frei. So. 15 von 9. Und dann gehen sie weg. Ja, leider hört das Rohr danach auf zu saugen und dann geht alles am Arsch. Alles, was man so mühsam aufgebaut hat. Und weiter. Begrüßungseinheit. What the fuck? Bitte Schuhe abputzen. Die Musik ist toll. Schildermaler, was sagst du? Sie lässt nur ungenau genau überprüfte Gubälle auf die Hauptinsel. Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein. Vor allem, da sich die Energiequelle für die ganze Welt irgendwo auf der Insel befindet. Aber vermeide den schwachen Treibriemen zu zerreißen, der aus stark bearbeiteten Gut zu bestehen scheint. Der freie Schildermaler. Da oben sind noch Luftbälle. Dieser sollte für gesetzlich zugelassene Unterhaltung verwendet werden, nicht dazu Sicherheitssysteme zu umgehen. Das nur zu deinem Besten, der Schildermaler. Aber wir benutzen es, um Sicherheitssysteme zu umgehen. Da kommen wir sonst nämlich nicht durch. Also heben wir diese Konstruktion an. Und wir heben die nächste Konstruktion an. Was nicht geht. Was wir auch nicht tun müssen, glaube ich. Okay. So, und jetzt können wir da dann durch, denke ich. Wir müssen nur einen Gu dahin bringen, oder? Noch ein Gu. Klappt es?
Oder sterben die? Weiß es gerade nicht. Ah, da kommen auf jeden Fall ein paar durch. Okay, das ist auf jeden Fall der Plan, denke ich. Alle Bälle retten, die es geht. Ja, das sieht gut aus. Du kommst auch mit. Ja, und die anderen kommen wieder unten raus. Bisher 0 von 36 gesammelt, aber wir warten noch, bis die alle durch sind. Es gibt ein geheimes Entsorgungsloch dort drum. Ist gut zur heimlichen Entsorgung und gewollte Besucher geeignet. Nutze den Besuch der Schilderbeschrifter. So, kommt, geht durch. Geht durch, meine braven kleinen Goose. Du kommst auch mit. Jawohl. Und jetzt können wir im Grunde uns hochbegeben. Ja, jetzt wiegt es zu viel, wie ihr feststellt. Hat ganz einfach den Grund, weil da so viele Goose dranhängen. Also brauchen wir jetzt die Luftballons hier auch noch. Jetzt geht's nach oben, oder? Ah, im Schneckentempo. Go, 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 go. Ah, 42 von 36. Kann ich alles haben. Oh, da wäre noch eine ganze Ladung gekommen, oder? Kacke! Muss die nur rausbringen, halt. Wieder mit den Grünen. Ach, egal. So, kümmern wir uns auch noch um die Mission. Schönheitsschule. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Sieht kompliziert aus, nicht wahr? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Gu im Land? Der Schildermaler. Und was haben wir hier unten? Eine rote Röhre. Wohl sehr exklusiv. Nur manche Arten von Gu dürfen rein. Der Schildermaler. Ja, um genau zu sein, darf nur diese Art von Gu rein. Diese Art von Gu ist extrem hässlich, aber gilt als schöner Gu. Und wie wir sehen, folgen die Augen den Bewegungen des Gus. So, wir müssen erstmal das hier hochheben. Was passiert dann? Im Grunde ist die Mission dann schon geschafft, glaube ich. So, das geht nach unten. Hier wachen die kleinen Goose auf. Und wir tun sie weg. Und jetzt kommen die ganzen kleinen roten Goose rein. Und da bauen wir eine Konstruktion mit dem Grünen. So, schon fertig. Ganz einfache Mission, oder? Ist im Grunde nur eine Geschichtsmission, könnte man sagen. Ziel 16, gesammelt 18, bla. Mit nur 6 Aktionen. Pro-Style. Crazy, oder? Jetzt haben wir dann wieder eine Abzweigung, Sprungloch oder Vulkanheilbad. Aber erstmal gibt's wieder ein Schnitt. Der Blind Spectator war für euch am Mikrofon und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald.